Krakau, die ehemalige Krönungsstadt der polnischen Könige, war die zweite im Bunde der Nürnberger Partnerstädte. Die ehrwürdige Kulisse der Marienkirche und der Alte Markt mit seinen schmucken Bürgerhäusern bilden den Kern der historischen Altstadt, die als erste europäische Stadt von der UNESCO zum Weltkulturerbe deklariert wurde. Dass Krakau daneben einer der bedeutendsten Industriestandorte Polens ist, wird bei einem Blick in die Außenbezirke deutlich. Das Stahlwerk Nowa Huta ist fast schon eine Legende des Industriezeitalters. Bereits 1979 knüpften beide Städte an ihre gemeinsame Tradition an, die sie über Jahrhunderte auf dem Gebiet von Kultur und Handel verbunden hat. Auch dieser Partnerschaft lag der Gedanke zugrunde, Gräben zu überbrücken, die die Geschichte aufgerissen hatte. Inzwischen gilt die Verbindung von Nürnberg und Krakau als intensivste und lebendigste aller deutsch-polnischen Partnerschaften. Gekrönt wurde sie mit der Errichtung des Krakauer Hauses in Nürnberg und des Nürnberger Hauses in Krakau.